Wurst und Salat. Was pilgert ihr denn hier in der Botanik rum? Wie ist die Laune? Geht so. Wie geht's so? Guck mal nach draußen, Sonnenschein. Ja, du kannst mal bei der Gemeinde einen zweiten Brunnen beantragen und noch eine Pumpe. Ja? Ja, ja, dann können wir hier ordentlich Wasserspiele auf Steenfelde machen. Mensch, Daniel, bei so einem Wetter, da kannst du doch gar nicht schlecht drauf sein. Wenn die mit der kleinen Pumpe kommst du nicht mit beiden Plätzen gleichzeitig zu Rande. Oh, die hat 6 Bar, die Pumpe. Vorher hatten wir 3. Ja. Die hat schon ein bisschen mehr Haue. Vorher konnten wir, glaube ich, mit der Pumpe konnten wir 4 Sprenger laufen lassen. Dann war Schluss. Jetzt Oha. Können wir 7. 7. 7, besser als 4. Das reicht für einen Platz gerade, die 7 Sprenger. Ja, aber vorher konnten wir nicht mal einen Platz richtig bewässern. Wurst und Salat, Junge. Beide vereint. Ich gebe dir gleich mal Wurst und Salat. Was habt ihr heute schon angestellt? Ich war mit Wilfried unterwegs, hab mal wieder 2 Stunden den Pfandautomaten. Wie viel Geld war diesmal drin? 75 Euro. Ja, guck mal. Wieder fast eine ganze Tankfüllung. Für den Vereinsbus natürlich, ne? Ja. Oder dann waren wir noch... Eis essen. Nee, ganz in Leer waren wir im Großmarkt. Haben für hier 3000 Blatt Papier Handtuch-Dinger geholt. Ja. Weil es liegt ja bald hier auch eine Großveranstaltung an. Hier? Ja. Was denn? Da. Ach so, okay, ja, stimmt. Das ist Trainingslager. Ja. Daniel sagt immer nur ja, ne? Dann hat der Hauptplatz schon einmal komplett Wasser gekriegt heute. Wie sieht es denn bei den Trainern aus? Also Erfolgstrainer, liebe Leute. Den beiden müsst ihr nochmal gratulieren. Wurst und Salat. Pelle. Wurst und Pelle. Pelle. Ja, Erfolgstrainer, ne? Ja. Das also, lief schon. Ein bisschen Ironie. Ja. Ihr seid ja aufgestiegen mit den Damen. Ja. Wie sind die Aussichten für die nächste Saison? Nochmal Alter, Aufstieg? Alter, ich wollte immer voran. Immer noch ein weiter. Gucken, noch ein paar Spielerinnen rankriegen, vielleicht. Ja, da wäre doch geil, so Stimmfelde, die Frauenmannschaft spielt hier Bundesliga. Ja, dann müssen wir aber wirklich eine Rasensprengeranlage haben. Udo ist dran. Ja, habe ich gehört von. Mhm. Nein, aber einstelliger Tabellenplatz. Du greifst mal nicht so hoch. Du bist doch nicht hochgegriffen. Weißt du, was geil ist? Entweder du spielst oben mit oder du machst schön dreckigen Abstiegskampf und verhinderst im letzten Spiel den Abstieg. Da hätte ich auch mal Lust zu. Aber dann haben wir ja nur noch graue Haare demnächst. Oder gar keine mehr. Oder gar keine mehr. Das ist so. Ja, ein bisschen Hier Problem. Ist der Ablauf jetzt. Gestern wurde der Hauptplatz gedüngt. Ja. Ne, Kunstdünger ist auf den Hauptplatz gekommen. Ist natürlich die Bewässerung muss da stimmen bei der Hitze. Sonst verbrennt die der Platz. Ne? Ja, und du musst natürlich auch aufpassen. Morgens haben wir das angemacht, beziehungsweise Wilfried, ich glaube, der war schon um 7 hier, ne? Ja, heute und gestern. Das lief ja jetzt bis 11, halb 12 ungefähr. Jetzt ist Pause, wegen der Mittagssonne, wegen diesen Wasserperlen, was du mir mal erklärt hast, ne? Legen sie ja auf den Rasen ab. Gefährlich, ne? Effekt. Und natürlich ganz interessant zu wissen, ab dem 15. wird der Trainingsplatz neu gemacht. Ja. Das ist eine Herrlichkeit, ne? Das ist sehr der schön. Der ist so steinhart. Den müsst ihr euch mal angucken. Der sieht ja auch einfach kacke aus. Ja. Macht doch keinen Spaß mehr. Da kannst du auch Wasser draufbringen, das ist. Katastrophe. Reinste Katastrophe. Ja. So, hier ist ja immer Mittag, wa? Jochen Specker, was beehrst du mich denn mit deiner Anwesenheit hier in diesen traurigen Gefilden? Jochen, du kleines Internetwunder, wo ist mit dir? Gut. Du sag mal, ist mir gerade eingefallen, so beliebt wie du bei den Zuschauern bist, hätten wir den Teststock gar nicht gebraucht. Dann hätten wir gleich von Anfang an mit dir die Videos machen können. Schick mich in die Wüste. So, hey, folgendes Problem. Ja. Ab dem 15. werden ja die Plätze hier neu gemacht. Ja. Die Firma hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, jo, wir können schon diesen Donnerstag oder Freitag. Ich gesagt, schwierig, wir haben ja hier noch Spiele. Ist schwierig. Wenn wir komplett auf dem Hauptplatz trainieren können, ist das, beginge das. Nee. Aber das sind ja bloß, also die C-Jugend, die hat ja noch 2 Spiele. Also heute, Donnerstag, und nächste Woche noch 2. Dann wird das sowieso am 16.06. durch. Und das andere sind ja die jüngeren Mannschaften, die kleinen. Ja, aber die kannst ja nicht alle über den Hauptplatz jagen. Nee, die sind ja, müssen auch jetzt 2 Stunden mal spielen. Ja, also besser am 15. Am 15, ja. Okay. Hast du noch irgendeine Anekdote über Udo, was dir so spontan einfällt? So spontan? Ja? Ja, aber die alle wissen, wie ich schon denn sehen. Ich darf gar nicht alles erzählen. Hast du keine gute Geschichte mehr von Udo? Im Moment nicht. Aber es gibt ja so viel, oder nicht? Es gibt genug. Und dann kommst du jetzt hierher, denkst du, nervst mich ein bisschen. Ja. Ich dachte jetzt, oh, Kaffee trinken. Ja, geh doch mal hin, ich komm gleich. Ja.
Nee, ich wollte bloß mit dir besprechen wegen Platz und sowas. Also, ist am besten 15 Sechsen. Aber danach ist die Sense, ne? Da braucht keiner meinen, hier zu trainieren oder spielen. Nee, 15 Sechsen ist schon vorbei. Ja, aber 16, nee, nicht, dass ich kenne dich. Du kommst mir dann 16, 17, 18, 19, 20. Oh, hier sind ja noch Spiele. Ich heuche nicht Tisch. Da bist also ist am 15. safe Sense. 16.06. ist 15. kannst du meine Wegen. Dann gehen wir, wenn wir da, gehen wir auf den Hauptplatz und dann. Träum weiter, Jochen. Du wirst ziemlich frech am Mittag. Ich habe schlecht geschlafen. Und dann, warum hast du schlecht geschlafen? Weiß ich nicht. Bam. Man fragt sich ja immer, warum du so viele Kontakte hast, ne? Ja. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich war früher mit dem Verkaufswagen unterwegs. Mit dem Bäckerwagen war es unterwegs. Ich kenne schon so viele Leute. Und wenn man 25 oder 26 Jahre Jugendhauptmann ist, ja, dann kennt man auch die ganz Alten, also und mehrere Leute. Wenn wir Spieler haben wollen, beispielsweise bei Vereinen, die nicht unbedingt gerne Spieler an uns freigeben, dann muss der liebe Jochen da anrufen. Und dann kriegt er Lack. Hast du schon mal Lack gekriegt? Oder hast du schon mal Lack wegen Udo und mir bekommen? Du kommst doch von der Frau, von der Spaukes. Du kommst doch von dem Verein. Er hat gesagt, von dem Verein kommst du, von den Alten, wie übersetzt man Spaukes? Laberköpfen. Laberköpfe oder sowas. Die beiden bekloppen. Ich sehe, das kannst du doch nicht auf mich beziehen. Ja, ist ja auch so. Ja. Also Jochen geht auch wirklich ans Telefon mit der liebe Jochen. Ja, nee, so schlimm ist es noch nicht. Nee? Bei der Polizei noch nicht. Du hast wirklich so lange im Bäckerwagen gestanden, ne? 25 Jahre. Von 1988 bis Dezember 2012 bis mein Unfall. Ja, stimmt, das ist ein schwerer Unfall, ne? Ja, dann habe ich ja 6,5 Monate im Krankenhaus gelegen. Ja. Und danach habe ich nochmal eine Eingliederung versucht und danach bin ich auf Rente gekommen. So, und seitdem. Bin ich. Ich sage immer, Jochen hat das ganze Geld zu Hause versteckt. Und dann sagt Jochen immer, du hast einen Kuckuck unterm Auto, ne? Ja. Ich sage ihm, brauchst du gar nicht drunter wegreißen. Wer weiß, wann die nächste Kohle kommt. Ich war früher für Gepater Tisch ein unüberwindliches Hindernis. Was denn? Nochmal. Birke lief ja gerade hier unter der Latte durch. Ja. Die Höhe, die Wilke hat. Ja. Und wenn Bälle dann kam für Udo. Ja. Unüberwindliches Hindernis. Ich hörte, bei Udo war immer Strom auf dem Ball. Ich konnte ja keinen Ball festhalten, der Tesch. Er hatte öfters mal. Oder irgendwie abgefälscht war er dann oder irgendwie sowas. Hat einer davor gestanden. Wo wir dich jetzt haben, Jochen, dann können wir Udo ja zum Nachbarverein schicken. Ich schicke ihn wieder zurück mit einer Rakete. Wieso? Das ist nicht gut für ihre Nerven. Das wissen die schon. Guten Morgen. Guten Morgen, Wilhelm. Guten Morgen. Was sitzt du denn hier in Alapa? Kaffee trinken, in aller Ruhe Kaffee trinken. Und dann mache ich gleich eine Ansage an Daniel und Torben. Wie eine Ansage? Was ist da los? Nee, ganz vernünftig sage ich das. Ich erkläre das nochmal, zum 100. Mal gleich. Die können einfach nicht hören, die beiden. Wieso können die nicht hören? Nee, wenn man was sagt. Warum habe ich den Sprenger, den Wagen aufgestellt? Ja, weiß ich nicht. Und einen Sprenger zusätzlich. Ich war nicht dabei. Warum lief der Wagen? Als ich wieder kam, warum lief er? Zwischenzeitlich nicht. Was habt ihr wieder gemacht damit? Gib mir eine Antwort. Das kann ich dir ganz in Ruhe erklären. Komm hierher, setz dich jemand in den Ja, gerne, Wilfried. Du musst hier auch ein Schatten kommt da. Los, beide eben hinsetzen, Tim und Struppi. Daniel, moin. Moin. Ich erzähle dir das einmal vernünftig, wie das hier gestern war, Wilfried. Du bist ja in den wohlverdienten Mittagsruhestand gegangen. Ruhestand nicht. Mittagsschlaf. Mittagsschlaf. Da lief der Wagen ja, wo du gefahren bist. Ja. Auf der Stelle da hinten. Ja. Dann kam Harald. Ja. Mit dem Kärcher. Ja. Hat das Dach da hinten sauber gemacht. Ja. Und dann lief der Wagen nicht mehr. Und der stand da 2 Stunden auf einer Stelle. Und dann hat Daniel gesagt, dann ziehe ich den kurz nach vorne heute einmalig, damit das alles bewässert ist. Mehr war es nicht, weil da zu viel dran war, dass der keinen Druck mehr hat. Aber komischerweise, als ich wieder kam, lief der Wagen. Ja, da war der Kirche auch nicht mehr dran. Ja. Ne? Das war zu viel, das war eine Station. Ihr habt keine Geduld, ne? Ihr könnt nicht warten, lasst den Wagen da stehen. Ja, willst du das überfluten? Ist nicht überflutet. Der Sprenger lief auch eine Stunde auf eine Stelle. Und die haben wir verstellt. Oh. Oh, mein Freund.
Wenn ihr in Zukunft nicht auf mich hört, ne? Ihr macht dann wieder also Gegenteil, ne? Dann bin ich hier raus. Dann könnt ihr auch alleine machen. Was aber wirklich anstrengend ist, die Sprenger werden ausgemessen, richtig gestellt. Ja. Und dann kommt McMuff und stellt sie komplett falsch. Ja. Ja. Genau so. Hab ich wieder, so einen Kragen habe ich dann ja, ne? Oder so einen Hals. Wie kann das denn wirklich? Wir wollen mit System arbeiten. Was ist für Udo nicht hin? Bei aller Liebe nicht. Komm, sag was gegen Udo. Ich sag Udo hat dir übrigens im letzten Video an Udo dir die Schuld gegeben. Hast du ja, ich sag da nichts mehr zu. Udo ist der heilige König aus Steenfelde. Wir sind immer schuld. Ich hab den Trecker von Mad Max absichtlich weiß gemacht. Ich hab die Schraubenlöcher mit Kit zugeschmiert. Ich sabotiere ihn nur hier. Das ist so. Ja gut, die Zuschauer haben gestern auch die Wahrheit im Udo und Wilke Video geschrieben. Udo hat einfach ganz andere Schrauben benutzt, die viel zu lang waren und da gar nicht reinpasst. Und das Problem ist auch, er baut dann da Sachen an einem Trecker, dem ihm nicht gehört. Und wir wollen den mähen, der Korb geht da nicht mehr rauf, dann baue ich das natürlich wieder ab, oder nicht, Wilke? Das ist klar. Ja, dann muss er sich auch nicht beschweren. Ja, aber du bist schuld, hat Udo gesagt. Ja, immer. Immer ist hier irgendeiner von uns schuld. Das ist normal. Das kann ich doch. Ja. Ja, du bist auch nicht schuld. Ja, du bist auch nicht schuld. Nee, weil ich seit einem Jahr raus bin, oder ein halbes Jahr. Jetzt bist du doch wieder voll dabei. Ja, Sprenger. Ja, da ist aber dennoch System hinter. Ja, Wilfried, warum machst du eigentlich Sprenger? Weil das nur bei dir funktioniert, ne? Ja, aber die anderen können das nicht. Die kriegen das nicht hin. Udo hat letzte Woche die Sprenger hier vorne aufgestellt, ne? Wir beide. Beziehungsweise Udo. Da hat Udo die Sprenger aufgestellt. Aber da hat Udo den Sprengwagen aufgestellt. So, bin ich hierher gekommen und ich sage, Udo, was los? Hast du vor, das Vereinsheim hier zu bewässern? Da hat er den Sprengwagen so aufgestellt, dass das komplette, die ganze Mauer vom Vereinsheim nass war. Ne? 20 Meter ist auf den Platz gegangen und die restlichen 20 Meter hier das ganze Vereinsheim nass gemacht. Das ist ein Student. Das ist auch wie auf dem Hauptplatz, das wurde jetzt auch nochmal. So, was liegt jetzt an? Ja, war der am Hauptplatz gegangen? Na, das ist wie beim Hauptplatz, wo da Sprenger aufgestellt worden sind. Die wurden jetzt noch mal vernünftig hingestellt, weil es kam die ganze Zeit kein Wasser an die Bande. Und da kann ich denn nicht hingehen und die einfach quer und kreuz und quer verteilen. Das passt schon. Du siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Wer war das? Ich sag keinen Namen. Udo. Udo. Das war Udo. Das Geile daran ist, liebe Leute, wenn wir jetzt in dem Video, das ist immer witzig hier, mit Torben sagt jetzt was gegen Udo, dann kommt Udo heute Nachmittag hierher, dann kriegst du Lack. Ja. So. Wenn er das Video gesehen hat. Andersrum, wenn Udo was im Video gegen dich sagt, kommst du hierher, kriegt Udo Lack. Das ist immer so geil. Das erste, was hast du da gestern im Video gesagt? Oder nicht? Ja. Das ist so, ne? Wilfried? Fusch mir da anders. Ich hau nie Hacksehnen ab. Fakt ist, wir brauchen fürs Wochenende einen vernünftigen Plan, Wilfried. Wann kommt denn unser neuer Sprengwagen? Am 17.06. Ja, dann geht das ab hier. Weniger Arbeit. Ja. Sagst du jetzt, genau. Jungs, wie läuft's? Läuft doch. Ja. Schön, dass wir die Pflastersteine bewässern. Haben wir uns da nicht gerade über lustig gemacht? Ja, alles mit bewässert. Ja, dann hol die Pflasterung noch eben raus und dann bewässern wir rein. Ja, mach ich gleich. Wo ist Daniel denn? Nach Hause, Rouladen kochen. Hat er jetzt erst da? Weiß ich nicht. Einkaufen. Jetzt bekommt dein neu angesehtes Projekt auch nochmal Wasser durchlaufen lassen, heute Nachmittag runterholen. Also den Sprenger. Was steht bei dir noch an, Wilhelm? Bei mir geht's. Ich geh's nach Hause. Ich glaube, ich muss kacken. Too much information. Alter. So, guck mal, wie er läuft. Das glaube ich dringend.